So, willkommen zurück zu Nas vs. Ars. Ja, jetzt, also die ich eigentlich zuerst probieren hätte sollen. Drei Samples. Eins davon ist ein Whisky mit Altersangabe, zwei davon sind No-Age-Statements und ja, alle sind von einer Brennerei. Ein Riesendank auch diesmal wieder an den Peter von Whisky Turntable, der dieses Tasting hier organisiert hat über die Facebook-Gruppe und ich finde das unheimlich spannend. Ich habe beim ersten Versuch, beim Tasting 2, richtig gelegen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Die Whiskys wirken, ja, doch schon ein Tick dunkler als die anderen. Allerdings, da wir uns auch hier, wie gesagt, eher im Einsteigerbereich befinden, habe ich natürlich keine Ahnung, ob da jetzt Farbstoff im Spiel war oder nicht. Riecht aber nach Sherry fast. So ein Hauch Sherry fast kam mir da entgegen. Hier auch. Das war jetzt eher ein muffiges Fass. Fläschchen hat ja nichts zu sagen. Gucken wir doch mal, was die Whiskys können. Auch hier habe ich keine Verkostungsreihenfolge, das heißt, ich werde sie einfach mal kurz durchriechen und dann gucken, mit welchem ich anfangen mag. Da ist ein Sherryfass, das wirkt relativ schwer. Trocken. Ein Hauch. Ja, Tabak. Was zur Hölle? Das ist auch ein Sherryfass, aber da hat er noch was mit drin. Riecht irgendwie vergoren. Ist das kein Sherry, sondern irgendwas anderes, Weiniges? Kommt neben dem Sherry noch Eiche. Das war das, was ich beim Aufschrauben dachte mit muffigem Fass. Na, hier kommt. Ich auch wieder diese Tabakblattnote, und zwar unverbrannter Tabak. Und stehe ich auf dem Schlauch. Was wollte ich sagen? Ja, Fass. Hier kommt tatsächlich Eiche mit. Durch dieses Vergorene wirkt der hier am schwersten. Das heißt, ich werde jetzt mal mit dem Einser anfangen, dann den Dreier trinken und zum Ende den Zweier. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauere Eindrücke hier schöner. Alkohol ist gar nicht zu merken. Er wirkt ein bisschen, ja. Verhält sich hier im Glas relativ dünnflüssig. Aber er riecht kräftig, er riecht eigentlich recht schwer. Da ist eine Rosinennote vom Sherry. So ein süß-trocken bisschen. Und da ist so ein Tabakblatt drunter. Jetzt, wenn ich ihn länger stehen habe, kommt da im Hintergrund irgendwas raus. Sieht so an Birnenschalen erinnert. Birnennote vom Brennereicharakter vielleicht, wo dann jetzt langsam im Hintergrund durchkommt. Ein bisschen steht. Oh.
so auffallend ist, es sind alles drei Sherry-Fass gelagerte Whiskys. Das ist schon mal was, das bringt jetzt mein Hirn schon wieder zum Rattern, was das grundsätzlich sein könnte, aber geben wir ihm erstmal. Okay, das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Der riecht eigentlich schön voll in der Nase. Und da hat man ja auf der Zunge. Dann kommt wässrig. Dann dominiert auf einmal dieses Tabakblatt. Man denkt dann, ah, jetzt kommt ein bisschen Aroma, und dann kommt Eiche. Dann kommt ein Hauch Sherry, Süße. Dann kommt eine bittere Note. Und schwupp ist er weg. Hinten beinahe ein alkoholischer Peak, der durchdringt, obwohl der Whisky nicht brennt im Mund, sondern einfach irgendwie dünn wirkt. Meine Güte, ist der wässrig. Vor dem Abgang kommt jetzt noch ein Hauch Vanille durch. Also der hat auch maximal 40%. Dem würde definitiv ein bisschen mehr Alkohol gut tun. Das sind so schöne Aromen in der Nase. Aber das ist ähnlich wie mit dem Scupper, auch wenn der geschmacklich in eine ganz andere Richtung geht. Du hast ihn auf der Zunge und du hast ein wässriges Nichts mit null Abgang. Nee, meins ist das nicht. Achso, der riecht immer noch schwerer. Probieren wir mal den da hinten. Kommt in der Nase schön Eiche durch. Würzige Eiche, ein bisschen was Beeriges fast. Weinig-bäriges, aber die Hauptnote ist Sherry. Bisschen ein Tick süßer. Ich habe jetzt hier hinten dran auch nicht diese Birnennoten, sondern eher was vielleicht Richtung einen Heidehonig geht. Dazu ein Sherryfass. Nicht zu dominant, auch diese Tabaknoten mit drin. Und eben ein bisschen Eichenwürze kommt damit in der Nase. Wirkt reifer wie der Einser. Auf euch. Ich hoffe, auf der Zunge ist das jetzt nicht eine ähnliche Enttäuschung. Da kommt mehr. Fühlt sich vom Mundgefühl her schon ein Tick öliger an. Beginn mit einer leichten, sondern wirklich sehr, sehr leichten Vanillenote. Kommen dann ein paar Sherry-Noten dazu. Dann hat man dieses Tabakblatt. Das ergänzt sich sehr, sehr schön mit der Vanille. Dann kommt ein bisschen würzige Eiche auf die Zunge. Insgesamt, wie gesagt, er kleidet den Mund ein bisschen besser aus. Hinten raus zieht sich auch diese Tabak-Vanillenote. Dazu hat man irgendwie was fruchtig Beeriges, was ich nicht genau greifen kann. Es sind eben nicht die Rosinen, es geht in Sherry-Richtung, aber es ist doch ein bisschen anders.
wirkt jedenfalls auch gereifter irgendwie. Vor allen Dingen voller. Obwohl ich jetzt auch kein Alkohol merke. Die Aromen wirken einfach viel, viel langanhaltender, nicht so. Und er hat nicht dieses kurz bitter und dann weg. Ich merke auch den Alkohol überhaupt nicht, obwohl er mehr Kraft hat auf der Zunge. Der deutlich schönere Whisky. So, gehen wir zu dem zweiten Unikum. Der riecht in der Nase einfach viel, viel schwerer, aber der hat eine muffige Note drin. Das riecht wie vergorenes Obst. Also ich habe draußen vor dem Haus mehrere Obstbäume. Und wenn die Zwetschgen verfaulen, dann riecht das so ähnlich. Es ist Sherry da, also so eine Rosinennote. Und dann ist hier sowas wie eine Pflaume, aber eine total verfaulte Pflaume. Dahinter kommt jetzt auch diese Birnennote oder was es ist, wo ich im Einser hatte, leicht durch. Aber nicht so dominant, nur so ganz leicht angedeutet. Das relativ heftige Tabakblatt, was ich bei den anderen zwei hatte, hatte ich hier in der Nase nicht. Vom Mundgefühl tendiert er eher Richtung dem ersten. Aber er schiebt der Alkohol mehr. Also er schiebt nicht, er sticht durch. Man hat hier auch auf der Zunge ein bisschen Sherry-Noten gepaart mit diesem, ja, vergorene Früchte-Aroma. Einen kleinen Hauch Eiche. Klein bisschen Vanille vielleicht, aber deutlich weniger dominant wie bei den anderen. Ich finde den Alkohol hier ein bisschen schlecht eingebunden. Also, hier können die sogar fast sagen, er könnte auch 43 haben, aber dafür wirkt er zu wässrig. Ja. Also, Begeisterungsstürme löst keiner dieser drei Whiskys bei mir auf. Am nettesten und von den Aromen wirklich interessant fand ich den A3. Insgesamt auch am ausbalanciertesten. Ja, mein Kopf hat vorhin schon gerattert, also ich habe es ja gesagt. Wenn ich jetzt dran denke, wer hat mehrere Sherry-Nass-Whiskys im Angebot? Ich habe mich letztens ja von Highland Park verarschen lassen, weil ich den Rauch nicht geschmeckt habe, aber. Ich hatte letztens in einem Video den Highland Park 12, auch wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und der war definitiv hier nicht dabei. Ich habe Voyage of the Raven nicht probiert und auch den Valkyrie nicht, aber ich hoffe, dass die beiden besser schmecken wie das, was ich hier stehen habe. Und der 12er war hier definitiv nicht dabei, also fällt weg. Wer hat noch definitiv mehrere Sherry fast gereifte Nass-Whiskys? Buna Heaven hat komplett anderer Charakter, bottelt mit mehr Alkohol. Nee, passt nicht. Kadu hat, glaube ich, welche. Die sind für mich aber mehr auf der karamelligen Honigseite. Also, es ist schon lange her, dass ich einen Kadu getrunken habe, weil ich effektiv kein wirklicher Fan von der Brennerei bin. Aber die habe ich irgendwo unter andere Aromen abgespeichert. Ja, das nächste, was mir einfällt, mit mehreren Nass-Whiskys, wo Sherry-Anteil drin hat und wahrscheinlich das naheliegendste, wenn man an Tabakblätter denkt, ist Dalmore. Ja, Dalmore hat auch einen ganzen Arsch voll Nassabfüllungen und hat einen 12er und einen 15er mit 40% gebottelte Originalabfüllung. Würde wunderbar ins Schema passen, hat diesen typischen Tabakblatt-Touch. Wenn es jetzt nur darum geht, welcher Whisky mir am besten gefallen hat, dann lande ich bei A3.
Von dem her sage ich jetzt einfach mal A3 ist ein Dalmor auf 15. Und das hier, ich habe keine Ahnung, wie denn ihre Nasswhiskys heißen. Das sind zwei Nasswhiskys von Dalmor, die mir beide auf unterschiedliche Art nicht wirklich gefallen. Dem hier würde ganz einfach ein klein bisschen mehr Alkohol gut tun. Der ist aber durchaus. Also ich weiß jetzt nicht, was der Whisky kostet. Peter sagte beim letzten schon, das sind Einsteiger und ich sage, ja, okay, die sind an der oberen Kippe vom Einsteiger. Kostet der hier um die 40 €, würde ich sagen, hey, geht für die Flasche in Ordnung. Sollte ich mir überlegen, ob ich sie mir zulege. Gefällt mir. Von den Aromen her richtig guter Whisky. Die anderen zwei eher, da fehlt mir das Mundgefühl, da fehlt mir einfach irgendwas dazu. Sollte der hier teurer sein, würde ich definitiv von der Empfehlung Abstand nehmen. Weil da gibt es Besseres am Markt, ganz einfach. Ja, ich bin gespannt. Mein Tipp, wie gesagt, Dalmor. Und ich hoffe eben, dass das könnte ein Dalmor 15 vielleicht sein. Es schmeckt besser als der 12er, den ich vor. Oh je, wann hatte ich den letzten 12er? Ist auch 2 Jahre her oder so. Ja, schmeckt mir besser als der 12er, an den ich mich noch knapp so erinnern kann. In dem Fall große Enthüllung. Ich bin zu blöd, das Ding aufzufallen. Dalmor ist schon mal gut. Ihr seht. So. 1A ist der Dalmor 12. Gut. Ja. Der ist nicht schlecht, aber ganz ehrlich, dem fehlt einfach irgendwo ein bisschen mehr Kraft. A2 ist der Valur. 40% American White Oak Oloroso Sherrywood und Port Pipes. Okay, das heißt, das Portweinfass sind die fauligen Früchte. Gut. Ganz ehrlich, es war für mich der schwächste Whisky hier in diesem Line-up. Der Alkohol kommt am meisten durch. Das Fass schmeckt nach faulem Obst anstatt nach Aroma. Und 50 € dafür, leck mich am Arsch. Nee, definitiv nicht. Der dritte ist der Regalis. Auch mit 40% abgefüllt. First Fill Amaroso Sherry Cask. Und gefinisht, ja. Also vorher reifen die ja immer in Ex-Bourbon-Fässern. Aber ja, der Preis gefällt mir nicht. Das Ding kostet fast 60 € die Flasche. Der Whisky an sich, wie gesagt, wäre günstiger, wird mir sehr gut gefallen. Hätte er jetzt noch ein paar Prozent mehr, wäre er richtig schön. Aber der ist von den Aromen so, dass hier wirklich was rüberkommt, dass der Whisky interessant wirkt und dass es sich irgendwie im Mund ja ein bisschen angenehmer anfühlt. Ja, das Blind Tasting hilft jetzt nicht unbedingt, meine Meinung über Dalmor zu verändern. Ich trinke den hier gerne aus. Ich werde den 12er in Ruhe auch noch mal trinken. Wie gesagt, das ist kein schlechter Whisky. Dem fehlt einfach im Mundgefühl einfach irgendwie so ein bisschen. Was ich mit dem, wie hieß das Ding? Valour machen soll, weiß ich nicht, weil ganz ehrlich, der gefällt mir von der Ausrichtung nicht und er schmeckt wässrig und alkoholisch. Gott, das ist ein Fall für die Living Bottle oder so. Ganz ehrlich. So, erstmal nochmal ein Riesen Danke an Peter. Einsteiger, du bist witzig, du hast hier da 60 € Flaschen mit drin. Riesen Danke. Es waren hier Whiskys, von denen ich bisher jetzt dann nur einen hier im Glas selber hatte und das ist schon eine Weile her. Die anderen zwei kannte ich nicht. Das erspart mir das selber dafür Geld auszugeben. Und selbst wenn ich jetzt sage, die Whiskys gefallen mir nicht, ist das wie gesagt immer ein Erfahrungsgewinn und hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich die Brennerei richtig hatte. Ich bin diesmal richtig gut. Ausschlussverfahren im Kopf oder so.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran und wenn ja, dann lasst mir doch ein Like und einen Daumen nach oben und ja, das ist dasselbe, so wie Whisky. Ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.